Hallöchen und herzlich willkommen im Muttersprache-Podcast, dem Podcast, der Mutterherzen eine Stimme gibt. Heute habe ich, wie immer, eine wundervolle Mama bei mir. Das ist die Dominique. Sie ist 32 Jahre alt, Mama einer 21 Monate alten Tochter, Rechtsanwältin und sie hat im Rahmen ihrer Elternzeit einige Ausbildungen absolviert und ist mittlerweile, haltet euch fest, Still-, Schlaf-, Beikost- und Trageberaterin und hat auch noch eine Kursleiterin oder ist auch noch Kursleiterin im Hypnobirthing. Und, habe ich sogar vergessen aufzuschreiben, du machst jetzt gerade auch noch ein Fernstudium zur veganen Ernährung. Habe ich das richtig im Kopf, gell? Genau. Das ist dann aber nicht speziell für Kinder ausgelegt, natürlich auch, aber das soll so eine insgesamt so eine Ernährungsberatung im veganen Bereich abdecken. Mhm. Mega spannend. Seit 2018 führt sie ihr eigenes Business und begleitet Familien rund ums Thema bindungsorientiert. Ja, da hast du ja auf jeden Fall so genügend Background-Wissen, würde ich mal sagen, mit den Ausbildungen und als Mama. Sowohl vor Ort in Heilbronn als auch online. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich so einen Profi hier sitzen habe und kann es kaum erwarten, dich mit meinen Fragen zu bombardieren. Ja, also ich freue mich total. Ich freue mich sehr, dabei zu sein und bin schon ganz gespannt. Habe ich bisher noch nie gemacht, sowas, ja. Und freue mich auf jeden Fall. Sehr, 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 sehr schön. Ich freue mich auch wirklich, dass du da bist. Und ich würde gerne auch gleich mal mit einer Eingangsfrage anfangen. Du bist ja Rechtsanwältin, da habe ich erstmal irgendwie schon auf jeden Fall Respekt davor. Hast dich aber dann in der Elternzeit entschieden, dich umzuorientieren so ein bisschen. Wie kam es denn dazu? Das finde ich ganz, ganz spannend. Ja, also zum Umorientieren muss ich sagen, ich arbeite jetzt schon auch noch als Anwältin. Also ich habe das nicht ganz zu den Akten gelegt, weil ich es einfach jetzt so im Nachgang ganz gut fand, da zwei Standbeine zu haben. Und ja, ich habe natürlich 10 Jahre Jurastudium hinter mir. Das wollte ich jetzt auch nicht so ganz zur Seite schieben. Aber ich muss sagen, ich habe schon in der Schwangerschaft gemerkt, dass da mein Interesse schon sehr in dem, ich nenne es mal, pädagogischen oder beratenden liegt. Und ich bin so ein Typ, wenn ich mich mit irgendwas befasse, dann will ich das richtig machen. Also ich bin ein ziemlicher Perfektionist, was auch nicht immer ganz so praktisch und hilfreich ist im Leben. Aber hier hat sich dann eben so gezeigt, dass ich gesagt habe, naja, also wenn ich stille, dann will ich das eben auch alles genau richtig machen von Anfang an. Das heißt, ich habe in der Schwangerschaft eigentlich viele Bücher gelesen, sowohl zur bedürfnisorientierten Erziehung als auch zum Stillen, zum Tragen. Ich habe mich da wirklich überall schon ganz gut mit beschäftigt. Habe aber gedacht, bevor ich mir jetzt da irgendwelche Ausbildung anschaue, sollte ich doch erstmal ein Kind bekommen. und das heißt, ich habe dann, nachdem ich gemerkt habe, das ist wirklich alles so, wie ich es mir vorher vorgestellt habe, das ist alles super bei uns beiden, habe ich dann gedacht, jetzt muss ich das Ganze auch theoretisch ein bisschen anpacken. Und habe da auch schon gemerkt, weil ich viel Vorwissen, diese ganzen Bücher und so hatte, dass es mir einfach Spaß macht, andere Mütter zu begleiten und ihnen dann ein bisschen auf dem Weg zu helfen. Also gerade was das Stillen angeht, bekommt man da ja doch auch privat immer mal wieder Anfragen. Und da habe ich gedacht, das muss ich dann auch richtig machen. So habe ich dann, als die Kleine 3 Monate alt war, habe ich begonnen mit der Ausbildung zur Stillberaterin und habe die Kleinen da auch immer mitgenommen. Das ist ja ganz schön bei dieser Art von Ausbildung, dass da alle ganz positiv Kindern gegenüber eingestellt sind. Wäre natürlich auch schade, wenn man ein Stillkind nicht zur Stillberaterausbildung mitnehmen kann. Das heißt, ich habe sie dann in dem Jahr der Elternzeit, habe ich diese Ausbildung alle so nacheinander gemacht, sodass ich dann zum Ende hin, Juni 2018, war die Kleine dann ein Jahr alt, da hatte ich dann noch meine Hypnobirthing-Ausbildung und war dann eigentlich durch mit allem, was mich so interessiert hat in dem Bereich. Ja. Mega und spannend. Mittlerweile mache ich da eben relativ viel drin, wie du schon gesagt hast anfangs, sowohl online als auch vor Ort. Mehr vor Ort, muss ich sagen, weil gerade Stillberatung mache ich relativ viele und die sind einfach online oft nicht abzudecken. Also da muss man sich einfach das Ganze anschauen und muss da die Mama auch persönlich begleiten. Und da habe ich gemerkt, das macht mir wirklich richtig Spaß. Und das will ich jetzt auch noch weiter ausbauen, auf jeden Fall. Voll schön. Wie bist du denn überhaupt zum bindungsorientierten Weg gekommen? War das für dich schon klar in der Schwangerschaft? Oder bist du da irgendwie drüber gestolpert? Oder selber vielleicht so erzogen worden? Oder ja,
Erzähl mal. Also meine Mama ist Selbstpädagogin, also die hat Sozialpädagogik studiert und leitet mittlerweile einige Kitas und Kindergärten. Das heißt, so ein bisschen in dem Bereich hat sie sich sicherlich auch mal fortgebildet. Und ich muss sagen, es hieß jetzt damals wahrscheinlich nicht bedürfnisorientiert, aber ich glaube, dass meine Erziehung einfach sehr entspannt war. Und entspannt verbinde ich auch persönlich immer mit bedürfnisorientiert, weil man einfach versucht, auf die Bedürfnisse aller in der Familie einzugehen. Eben nicht nur des Kindes, nicht nur der Eltern, sondern da eben versucht, so einen guten Kompromiss, einen guten Mittelweg zu finden. Und ich glaube schon, dass ich das, auch wenn man es eben so nicht genannt hat, das schon auch aus meiner Kindheit so kenne. Wie ich mich dann aber explizit mit diesem Thema beschäftigt habe, war eigentlich ganz lustig. Und zwar die Frau meines ersten Ex-Freundes, also mit dem ich so mit 14 zusammen war, echt schon einige Jahre her, die hat schon vor einigen Jahren ein Kind bekommen und hat sich damit mit diesem Thema ein bisschen näher beschäftigt. Und mein Ex-Freund hat mir damals schon immer gesagt, also wenn du mal schwanger wirst, dann musst du unbedingt mal dieses und dieses Buch lesen, damit du das dann auch so machst. Und ich dachte mir immer so, da war ich halt noch total auf meinem Jura-Anwaltstrip, hatte mit Kindern wirklich noch gar nichts zu tun, war nicht mal sicher, ob ich überhaupt mal Kinder möchte. Und habe mir gedacht, naja, lass den mal reden. Und als es dann soweit war und ich schwanger war, habe ich tatsächlich eins dieser Bücher gelesen. Und das war das Buch Geborgene Babys, heißt das. Das ist wirklich so ganz kurz zusammengefasst, wie man da eigentlich schon in Schwangerschaft und der ersten Neugeborenenzeit eben versucht, möglichst auf die Bedürfnisse des Kindes gut einzugehen. Und das hat mich irgendwie so gepackt, dass ich dann total dabei war. Ja. Jetzt hast du es gerade schon ein bisschen angeschnitten und ich wollte jetzt natürlich, ich übe mich ja gerade im nicht mehr Schubladen denken, aber ich dachte mir auch, Mensch, so als Rechtsanwältin, weiß ich nicht, was man da für eine Vorstellung hat, was man für eine Mama wird und wie du dann wurdest. Das würde mich echt mal interessieren. Was hattest denn du für eine Vorstellung so in deinem Jurastudium, was überhaupt mit Kindern und Mütter und wie du mal so wirst oder wenn überhaupt, und das würde mich echt mal interessieren. Genau, also eigentlich war ich immer total auf dem Karrieretrip, muss ich sagen. Also Kinder und so habe ich ganz hinten angestellt. Und wenn dann Kinder, habe ich mir auch gedacht, dann wahrscheinlich direkt nach 8 Wochen wieder arbeiten gehen und am besten einen Mann finden, der das irgendwie ein bisschen übernimmt. Also ich habe mir da relativ wenig Gedanken zugemacht, weil das einfach gar nicht so mein Thema war, muss ich sagen. Auch Kinder allgemein war wirklich lange Zeit nicht wirklich ein Thema, was mich beschäftigt hat. Ja, und letztlich wäre dann, glaube ich, das habe ich auch damals schon mal gesagt, also wenn Kinder, dann total wichtig die richtige Förderung. Also unbedingt direkt eine Kita finden, in der am besten Englisch und Deutsch und am besten auch direkt die perfekte Vorbereitung auf die Schule stattfindet. Also schon ein ganz anderer Weg, als ich ihn jetzt gehen würde. Und ja, da kann man sehen, was da so im Leben schon für Veränderungen mit einem passieren, die dann auch schon im Vorfeld der Schwangerschaft stattfanden. Also es ist nicht so, dass ich plötzlich schwanger war und ich dachte, oh Gott, ist alles ganz anders, als ich dachte, sondern das war schon so ein langsamer Weg dahin. Man hat irgendwie gemerkt, die Freundin und der Bekanntenkreis, da kamen so nach und nach mehr Kinder dazu. Man hat sich einfach ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt. Aber so richtig, welchen Weg ich da gehen möchte oder welchen ich als richtig empfinde, das habe ich eigentlich erst in der Schwangerschaft so richtig für mich entschieden. Spannend. Also diese Schublade ist doch gar nicht so verkehrt, habe ich mir schon... Nee, die Schublade ist auf jeden Fall vorhanden. Und ich merke auch jetzt, dass, wenn ich mich mit Kollegen unterhalte oder mit anderen Frauen in meinem Bereich, dass das schon manchmal einfach auf Unverständnis stößt, was wir da so machen. Mhm. Also, dass mein Kind jetzt mit fast 2 Jahren noch bei mir im Bett schläft und noch gestillt wird und solche Dinge, ist für manche da ganz unvorstellbar, weil da eben schon oft im Mittelpunkt steht, man hat extrem lange für seine Ausbildung investiert, was ja auch der Fall ist, das muss ich ja auch sagen. Und möchte dann einfach auch relativ schnell wieder da Karriere machen und eigenständig sein. Und das lässt sich einfach manchmal nicht ganz so kombinieren, wie man es vielleicht gerne hätte.
Ich wollte gerade sagen, ich finde es auch echt faszinierend, dass du da den Weg gefunden hast, auch in deiner Mama-Rolle total aufzugehen und da auch so einen beruflichen Weg eingeschlagen hast und dennoch so deine Wurzeln vom Jurastudium oder diese Ausbildung einfach trotzdem auch noch wuppst. Das ist ja auch, muss man erstmal schaffen, diese zwei Rollen zu erfüllen, glaube ich. Ja, es ist auch nicht so einfach. Also ich bin auch noch nicht ganz angekommen in meinem Anwaltsberufsleben, sage ich mal. Bin auch nicht ganz sicher, ob ich das dauerhaft machen möchte. Ich habe mir einfach nur jetzt zeitweise überlegt, es wäre einfach schade, das jetzt so ganz aufzugeben, bevor ich mir da nicht ganz sicher bin. Weil gerade im Anwaltsjob ist es einfach so, wenn man da einmal einige Jahre raus ist, dann ist man da halt raus. Ne? Also da kann man dann nicht in 10 Jahren sagen, ach, hätte ich doch. Und dann ist es einfach schade. Und deshalb habe ich mir jetzt gedacht, mache ich jetzt, was natürlich zurzeit wirklich anstrengend ist, so einen zweigleisigen Weg und schaue einfach mal, wo es hinführt. Mhm. Mega spannend. So, jetzt bist du ja Expertin auf vielen Bereichen. Ich habe mir jetzt mal einen Bereich ausgesucht, und zwar das Thema Beikoststart. Das war nämlich sehr, sehr gefragt in meiner Community einfach. Ich habe auch meine Frauen, Mamas alle gefragt, was sie denn so für Fragen haben zu dem Thema, und würde jetzt einfach mal loslegen. Ja, sehr gerne. Ich freue mich. Genau. Wann würdest du denn aus deiner Sicht am besten mit Beikost starten? Also wann ist so der optimale Beikoststart? Ja, also das kann man auch wieder wie bei den meisten Themen rund um Kinder und Babys nicht ganz pauschal beantworten. Grundsätzlich würde ich mich da an der WHO orientieren, die sagt, man sollte ungefähr 6 Monate ausschließlich stillen und im Anschluss daran langsam mit Beikost starten. Und dann eben noch weiter stillen, ungefähr bis zum 2. Geburtstag oder darüber hinaus. Ganz so, wie es für Mama und Kind beziehungsweise die ganze Familie so passt. Das ist allerdings eine Vorgabe, wo ich sage, man muss einfach aufs Kind schauen, wie man das eben bei allen Themen sollte. Und gerade beim Thema Beikost gibt es da die sogenannten Beikost-Reifezeichen, wovon die meisten Mamas wahrscheinlich auch schon mal gehört haben. Vor 10 Jahren hat da wahrscheinlich noch kein Hahn nachgekräht. Aber die Aussagen, wir sind ja auch alle groß geworden, die kennt man ja auch aus anderen Bereichen und ist vielleicht nicht die einem da weiterhilft. Deshalb würde ich tatsächlich sagen, man sollte einfach aufs Kind schauen und die Beikostreifezeichen sich anschauen, ob die beim eigenen Kind vorliegen. Und dann sollte das so rund um den 6. Monat herum sein, dass man damit Beikost startet. Ich habe bisher in meiner beruflichen Laufbahn, also in meiner Beratungstätigkeit, noch kein Kind gesehen, das tatsächlich mit 4 Monaten schon soweit ist, aber schon Kinder, die so mit guten 5 Monaten auch schon soweit waren, auch wirklich Interesse dann am Essen gezeigt haben. Und dann kann man da sicherlich auch von diesen 6 Monaten Abstand nehmen und einfach auf die individuellen Bedürfnisse des Kindes gucken. Kannst du denn mal kurz sagen, was sind denn Beikostreifezeichen? Zeiten wollte ich schon sagen. Beikostreifezeichen. Genau, also die Beikostreifezeichen, die zeigen eigentlich auf, dass ein Kind motorisch und auch körperlich einfach soweit ist, mit der Nahrung zu starten. Das ist zum einen, dass das Kind mit leichter Unterstützung, sagt man immer, im Rücken bereits sitzen kann. Das heißt nicht, dass es sich alleine aufsetzen können muss. Das können viele Kinder erst mit 8, 9, 10 Monaten. Das ist damit nicht gemeint. Das wäre auch relativ spät, dann erst mit der Beikost zu starten. Sondern tatsächlich dieses Typische, wenn man sein Kind auf dem Schoß hat, dass es dann, indem man so eine leichte Unterstützung ihm gibt, doch schon relativ gut sich halten kann, das Köpfchen halten kann, den Rücken aufrecht halten kann, sodass man eben die Möglichkeit hat, es dann zum ersten Füttern beziehungsweise zum ersten Beikost geben, eben auf dem Schoß zu halten. Weil wichtig ist eben, gerade wenn man die Beikost nach dem Baby-Led-Weaning-Prinzip, worüber wir gleich ja wahrscheinlich noch reden werden, macht, dass das Kind eben in einer aufrechten Position sitzt und nicht, wie man das manchmal sieht, in dieser liegenden Maxi-Cosi-Form. Und dafür ist es natürlich wichtig, dass das Kind sich auch selbstständig halten kann. Außerdem sagt man, es ist wichtig, dass das Kind diese typische Hand-Mund-Koordination beherrscht. Das heißt, es kann also irgendwas mit der Hand aufnehmen und kann dann die Hand auch selbstständig zum Mund führen. Also es bekommt diese Bewegung
hin, die einfach kleine Kinder so noch nicht koordinieren können. Und da fällt einfach oft auch auf, dass die Kleinen ja, teilweise wird er schon mit 3,5, 4 Monaten gestartet, dass die einfach noch gar nicht so weit sind, dass die noch nicht diese Koordination haben, die Nahrung tatsächlich zum Mund zu führen. Und ein weiteres sehr wichtiger Punkt ist dieser typische Zungenstreckreflex. Da hat man wahrscheinlich auch schon mal von gehört. Und das sieht man auch immer ganz schön in diesen typischen Beikostvideos, die man immer so bei YouTube sieht, wo dann die Mütter mit so einem Löffel Möhrenbrei kommen, meinem Kind, was dann auch noch so auf dem Rücken liegt. Da kriege ich ja schon immer so leichte Schnappatmung. Schnappatmung, genau. Und da sieht man dann immer, das Kind streckt die Zunge ganz doll nach außen und will eigentlich diesen Löffel nach außen befördern, weil es noch gar nicht körperlich dazu in der Lage ist, diese Nahrung aufzunehmen. Und das macht das Kind eigentlich auch schon ganz richtig. Dann macht die Mutter aber meistens das, dass es dann die Zunge mit dem Löffel nach unten drückt und den Löffel einfach mal so hinten rein. Ja, und ich muss sagen, das ist für mich wirklich wie das Mästen eines Tieres. So sieht das für mich oft aus. Und hat auch überhaupt nichts mit Beikostreife zu tun. Also wenn man dann sagt, ach guck mal, das nimmt doch wunderbar den Löffel, da muss ich nur sagen, nein, tut es nicht, sondern es wird einfach jetzt gezwungen, diesen Löffel zu nehmen. Und wenn man selbst mal dieses Gefühl hatte, wir haben das in unserer Beikostausbildung gemacht, dass man irgendwie auf dem Rücken liegt und quasi gezwungen wird, so einen Löffel Joghurt, haben wir damals genommen, so einen Löffel Joghurt zu schlucken, sollte man wirklich mal ausprobieren als Mutter. Ist ein ganz, ganz furchtbares Gefühl. Das ist halt eines von ganz, ganz vielen Dingen, die halt von früher einfach so übernommen wurden. Also ich weiß das jetzt von meiner Familie auch noch, dass halt da einfach, ja, und das muss halt und schau, und du hast mit 4 Monaten schon vom Tisch gegessen. Ja, danke. ja, genau. Ich habe auch schon mit 3 Monaten Bananenbrei bekommen. Ich will auch gar nicht wissen, wie das damals aussah. Zum Glück gab es damals noch keine Videos. Ja. Zumindest nicht so oft. Also ich habe zumindest noch kein Video von mir gesehen beim ersten Essen. Und da bin ich auch ganz froh drum, muss ich sagen. Ja, also wie ich es ja gerade schon gesagt habe, es ist einfach kein Argument zu sagen, früher hat das ja auch geklappt. Früher haben ganz viele Sachen funktioniert. Natürlich werden die Kinder auch groß. Aber naja, es ist nicht unbedingt den Weg, den man gehen sollte. Mhm. Also wir wissen es ja jetzt einfach heute besser und können es zum Glück auch besser machen. Die Sache ist, genau. Wobei ich sagen muss, darf ich da noch kurz was... Na klar. Weil du sagst, man weiß es mittlerweile besser. Leider wissen es noch viele nicht besser. Und leider gehören zu diesen Leuten, die es nicht besser wissen, oft auch das sogenannte Fachpersonal. Also gerade oft Erzieherinnen im Kindergarten, die da noch falsche Vorstellungen haben, Kinderärzte. Also ich habe auch mit Kinderärzten jetzt in meiner Beratung zu tun, beziehungsweise Müttern, die zu bestimmten Kinderärzten gehen. Was da erzählt wird, da wird einem wirklich, ja, da kriegt man dann auch die sogenannte Schnappatmung. Und das ist einfach sehr schade. Aber ja, wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt, dann kann man da heutzutage auf jeden Fall gut vorbereitet sein. Und es gibt ja mittlerweile auch genug Literatur und genug Möglichkeiten, sich im Internet zu belesen. Also wenn man möchte, kriegt man das, glaube ich, sehr gut hin. Da ziehe ich jetzt gleich mal eine Frage vor, weil genau das wollte ich nämlich auch noch fragen oder die Frage wurde auch gestellt. Oder auch von mir persönlich. Ich habe auch die Empfehlung bekommen, also mit 4 Monaten anzufangen mit Beikost, aber allerspätestens mit 6 Monaten. Auch von einem Arzt. Woher kommt denn das? Woher kommt das? Und ich finde ja auch, da herrscht ja auch ganz, ganz viel Verunsicherung bei Mamas. Ich möchte es nämlich immer gar nicht so verurteilen, wenn es eine Mama jetzt schon gemacht hat, das Kind halt gefüttert, weil halt so ein Arzt unglaublich, das ist halt einfach eine Respektsperson und wenn ein Arzt sagt, der muss es ja bluten, ja, wenn der sagt, mit 4 Monaten fangt man an, dann macht man es halt auch, obwohl das Kind den Brei wieder rausspuckt. Also ich kann es schon nachvollziehen. Absolut. Ich auch, total. Und das ist auch so eine Art in meinen Beratungen, dass ich da gar nicht versuche, die Ärzte schlecht zu machen oder das, was die Ärzte den Eltern sagen, sondern ich versuche den Eltern dann eigentlich immer eine zweite Möglichkeit an die Hand zu geben und versuche da die Argumente aufzuzeigen, warum ich das für richtig halte und warum auch einige andere das für richtig halten. Und letztlich müssen die Eltern das dann letztlich selbst entscheiden. Ne? Also ich bin da überhaupt niemand, der sagt, also was der Arzt sagt, das geht ja überhaupt nicht. Und wenn sie das machen, dann das ist ganz, ganz furchtbar. Ich glaube, da ist den Eltern überhaupt nicht mitgeholfen, sondern wichtig ist einfach da,
eine Vertrauensbeziehung sowohl zum Arzt als auch zu, wenn die jetzt mich noch ins Spiel holen, zu einer anderen Beratungsperson aufzubauen und dann zu gucken, wo kann man denn da den individuellen Weg finden. Mhm. Und genau, warum die Ärzte da letztlich immer dazu kommen, zu sagen, mit 4 Monaten sollte man schon mit Beikost starten. Du hattest ja dann noch einen guten Arzt, der sagt, spätestens mit 6 Monaten. Also die meisten, die ich kenne, die sagen wirklich, man muss mit 4 Monaten starten, da führt kein Weg dran vorbei. Haben wir in der Beikostausbildung auch ein bisschen näher besprochen. Und zwar beziehen die sich da alle auf eine bestimmte Studie. Diese Studie, muss man sagen, die wurde erstmal von einem deutschen Institut ins Leben gerufen, das gefördert wird von bestimmten Nahrungsmittelherstellern. Ja, also das soll jetzt nicht, das soll nicht heißen, dass da gar nichts dran ist an dieser Studie, aber man sollte es schon im Blick haben, wie diese Studie gefördert wurde, beziehungsweise wie die finanziell zustande kam. Nämlich eben durch insbesondere Breihersteller und Gläschenhersteller. Und klar, die wollen natürlich so schnell wie möglich verkaufen und haben nichts davon, wenn die Kinder erst mit 6 Monaten starten, sondern möchten natürlich da möglichst früh schon bei den Eltern im Kühlschrank stehen. Und außerdem sagt diese Studie, kurz zusammengefasst, es ist wichtig, mit der Beikost zu starten, solange das Kind noch gestillt wird, wenn es denn gestillt wird. Und dann, in einem zweiten Schritt, sagt die Studie, im Regelfall wird in Deutschland etwa mit 6 Monaten abgestillt. Das bedeutet, wenn man mit 6 Monaten abstillt und erst mit 6 Monaten mit der Beikost startet, dann hat man eben nicht diesen Zwischenzeitraum, in dem das Kind sowohl Muttermilch als auch Beikost bekommt. Und das ist wirklich aus allergieprophylaktischer Sicht, als auch aus, dass der Magen-Darm-Trakt sich gut an die neue Kost gewöhnen kann, eben nicht besonders förderlich. Das stimmt auch, das würde ich auch so bestätigen. Man muss allerdings einfach sagen, dass die Mütter, die länger stillen, das heißt die Mütter, die über 6 Monate hinaus stillen, da gibt es überhaupt keinen Grund, mit 4 Monaten zu starten. Und das sagt auch diese Studie nicht. Entweder die Kinderärzte lesen sie gar nicht richtig, sondern lesen eben nur dieses daraus mit 4 Monaten starten, weil mit 6 Monaten ja praktisch abgestillt wird, damit eben dieser Zwischenzeitraum vorhanden ist. Oder sie wollen es einfach sich nicht anders, erklären. Man muss auch sagen, gerade was Ernährung angeht, also Beikost, Muttermilch, all diese Dinge, sind viele Kinderärzte wirklich nicht auf dem neuesten Stand. Die Fortbildungen, die es da gibt, die sind meistens finanziert durch bestimmte Nahrungsmittelhersteller, also ne, diese typischen Gläschenhersteller, möchte ja gar keine Namen nennen. Das heißt, die Ausbildungen, die es gibt, die werden natürlich in diese Richtung getrieben und andere Ausbildungen werden oder Fortbildungen werden durch Kinderärzte leider oft nicht gemacht, sei es aus Zeitsicht oder finanzieller Sicht, die müssen dann eben oft selbst bezahlt werden. Daher würde ich behaupten, die meisten hängen da einfach ein bisschen hinten dran. Da kommt schon wieder eine Wut in mir hoch. Warum ja. Ist es denn überhaupt erlaubt, dass das von solchen Sachen finanziert wird? Ich meine, es ist ja, liegt doch auf der Hand, es sieht doch ein Blinder mit Krückstock. Warum das, also... Ja. Oh. Ja, als ich es erstmal gehört habe, war ich auch total schockiert. auf der anderen Seite, klar, es muss natürlich jemanden finden, der das irgendwie finanziert, weil die Ärzte sagen, naja, wenn ich so eine Fortbildung mache, möchte ich die nicht noch selber bezahlen, ja? Sondern die möchten zu einer Fortbildung gehen und diese Fortbildungen sind dann natürlich schon immer so gehalten, da werden die dann irgendwo in ein schönes Hotel eingeladen und bekommen dann da eben Essen und Trinken den ganzen Tag, bekommen da auch spannende Vorträge. Das soll nicht heißen, dass diese Fortbildungen von vorne bis hinten Müll sind, überhaupt nicht. Also da sind mit Sicherheit auch ganz spannende Themen dabei. Aber man muss das einfach im Hinterkopf haben. Und das sollte man da einfach berücksichtigen. Und wenn man sich das Studium der Mediziner anschaut, ist einfach das Problem, dass Ernährung, Stillen, all diese Themen dann ganz, ganz kleinen Stellenwert haben. Und oft auch gar nicht so richtig vorhanden sind, sodass man sich nicht wundern braucht, dass einfach viele da nicht wirklich auf dem neuesten Stand sind. Was natürlich schade ist. Also ich finde, da müsste man auf jeden Fall ansetzen und dringend was ändern, weil natürlich gerade die Kinderärzte diejenigen sind, die mit den Eltern zusammenkommen und die eben, wie du eben schon gesagt hast, eine Vertrauensperson darstellen sollten. Und das ist
natürlich unheimlich schade, wenn da dann falsches oder gar kein richtiges Wissen verbreitet wird. Einmal mehr merkt man, wie wichtig deine Arbeit auch ist, den Eltern, Mamas einfach wieder mehr zu ihrem Gefühl zu verhelfen und auf ihr Kind zu vertrauen. Weil darum geht es ja. Weil wenn wir das alle wieder schaffen, dann können die absolut Firmen einpacken. Weil das, dann, ja, das versuche ich auch ganz oft. Also ganz, ganz viele bei meinen Beratungen enden auch tatsächlich nicht so, dass ich den Eltern die Lösung an die Hand gebe. Also gerade beim Thema Schlafen, auch beim Thema Beikost, hat man oft das Problem, da gibt es einfach nicht die perfekte Lösung. Ne? Also wenn Eltern zu mir kommen und sagen, mein Kind schläft jetzt mit 6 Monaten nicht durch, da kann ich nicht sagen, naja, dann machen wir jetzt A, B, C und dann schläft es durch. Nee, überhaupt nicht. Sondern dann ist es meine Aufgabe, den Eltern zu erklären, wie läuft das denn eigentlich, warum ist das denn so und wie kann man es denn möglichst entspannt gestalten, dass da alle noch einigermaßen mit zurechtkommen. Und so ähnlich ist es natürlich beim Beikostthema auch. Da kann ich den Eltern auch nicht sagen, es läuft bei jeder Familie genau nach Punkt A, B, C und mit 8 Monaten ist das Kind genau das, das, das. Das ist überhaupt nicht meine Aufgabe und das kann man so auch nicht, das sollte man so auch nicht machen, sondern man sollte den Eltern einfach ein gewisses Background, eine gewisse Background-Info an die Hand geben, sodass sie selbst sicher mit diesen Thematiken umgehen können und ja, dem Kind und sich selbst da auch wieder vertrauen. Mhm. Zum Thema Beikost, also vielleicht sagt man mal, das, weil das, ich habe manchmal so das Gefühl, Beikost wird auch falsch verstanden, das vielleicht mal zu definieren, dass Beikost, dass es wirklich ja eher darum geht, und du weißt es natürlich viel besser als ich, nicht möglichst schnell eine Mahlzeit zu ersetzen oder eine, also statt still, sondern dass es ja wirklich darum geht, das Kind erstmal so erfahren zu lassen, wie es schmeckt und vor allem unter dem Schutz der Stillzeit und so, wie du jetzt gerade schon gesagt hast. Aber du bist der Profi, erzähl mal dazu was. Ja, genau. Also es, wie der Name schon sagt, heißt es Beikost und nicht Anstattkost. Das wird allerdings ganz oft völlig falsch verstanden. Also gerade nach diesen typischen Brei-Fahrplänen, die man ja auch immer in allen möglichen Infobroschüren bekommt. Da geht es dann schon eigentlich darum, wie schnell kann ich denn jetzt die Mahlzeit ersetzen und wenn die Mahlzeit ersetzt ist, wann darf ich die nächste Mahlzeit ersetzen? Also erstmal einen unheimlichen Stress für die Eltern, finde ich immer. Also wenn, ich weiß noch, ich habe in der Schwangerschaft damals auch schon, bin ich so ein paar Facebook-Gruppen, so Schwangerschafts- und Kinder-Facebook-Gruppen beigetreten. Und da waren ganz oft diese Themen, ach Gott, mein Kind isst jetzt seinen Möhrenbrei nicht und es muss aber doch jetzt schon längst die Mahlzeit ersetzt sein, was mache ich denn jetzt? Und darf ich denn jetzt den zweiten schon einführen, obwohl der erste noch nicht wirklich ersetzt ist? Und ich habe mir nur gedacht, ach Gott, oh Gott, dieses Beikostthema, das scheint ja wirklich ganz kompliziert zu sein und furchtbar stressig zu sein. Und das sollte es halt gerade nicht sein. Ne? Also Beikost soll eigentlich wirklich, wie du es schon gesagt hast, soll Kinder an die Nahrung heranführen, soll positiv mit diesem mit dieser Nahrungsaufnahme umgehen. Und ich glaube, das ist auch für die spätere Entwicklung total wichtig, dass man einem Kind da einfach, dass ein Kind sich positiv mit dem Wort Essen oder mit dem Essen allgemein auseinandersetzen kann und man nicht das Kind dazu bringt, in möglichst kurzer Zeit möglichst viel aufzunehmen. Also das kann einfach nicht Sinn des Ganzen sein und sollte es auch nicht. Aber wie gesagt, leider ist es noch sehr oft so verbreitet und ich hoffe, dass wir da in den nächsten Jahren alle ein bisschen mehr aufklären können, dass die Eltern da einfach auch wieder entspannt und freudig an die Sache herangehen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Einmal mehr, und das finde ich so schön immer in dem Podcast, weil irgendwie läuft es trotzdem immer wieder darauf hinaus, dass man einfach mal sagen kann, Mama, entspann dich. Es ist alles gut, du kannst mir vertrauen, hör auf mich, hör auf dein Herz und mach dir vor allem keinen Stress. Ich kann mich nämlich bei mir erinnern, an mich erinnern, bei meinem ersten Kind, dieses Beikostzimmer ist mir so auf die Nerven gegangen. Das ist mir so auf die Nerven gegangen. Dann habe ich selber gekocht, habe ich es aufgewärmt, dann war es wieder zu warm, dann habe ich es abgekühlt, dann wollte ich es wieder nicht essen und dann habe ich mir gedacht, ja, wegschmeißen kann ich es ja auch nicht. Und ach, und es war, und dann alle drumherum und meiner ist schon das und da ist schon der und ich dachte mir nur, oh Gott, und dann läuft alles schief. Und jetzt beim zweiten Kind, die hat jetzt eine Gurke in die Hand bekommen, während wir essen und ist mega glücklich und ich bin mega entspannt und alles ist gut. Ja, und so sollte es ja eigentlich auch sein. Aber genau, wie du sagst, man wird ja oft nicht nur durch die Fachperson, also nicht nur durch Kinderärzte etc. unter Druck gesetzt, sondern insbesondere eben auch durch andere Eltern.
auch wenn die das gar nicht unbedingt wollen, ist es natürlich schon so, dass man sich auf dem Spielplatz unterhält, ach, was bekommt denn dein Kind gerade so zu essen? Und wenn die dann natürlich erzählen, ja, also der Mittagsbrei, der wird jetzt schon irgendwie 180 Gramm gegessen und nachmittags bekommt es dann noch einen Obstbrei und abends der Getreidebrei, da ist jetzt schon 2 Gläschen. Und dann sitze ich daneben und denke mir, oh ja, Philine, die hat jetzt gerade ein Stück Gurke geknabbert und vielleicht heute Nachmittag noch eine Viertel Banane. Ne? Also wenn man sich dann mit dem Thema nicht wirklich befasst hat oder da eine gewisse Sicherheit hat, die ich jetzt natürlich habe, das muss man schon auch mal dazu sagen, das ist für mich oft eine andere Situation, als das natürlich für andere Eltern der Fall ist, fühlt man sich da schon leicht verunsichert und hat mit Sicherheit oft den Gedanken, oh Gott, mache ich das denn alles so richtig? Und ja, das ist natürlich wirklich schade. Und da versuche ich auch gerade durch meine Beratungen oder auch durch Instagram und so einfach ein bisschen aufzuklären. Ja, wie du gerade gesagt hast, allein diese Grammzahlen haben mich schon, ich habe mir schon immer gedacht, ja, muss genau. Ich das ab? Oh Gott, muss ich das auch noch wiegen? Oh Gott, ich bin so eine schlechte Mama, ich weiß nicht mehr, wie viel Gramm mein Kind ist. Ja, genau. Und dabei ist es nicht egal, gell? Ja, es ist wirklich, ja, es ist traurig, dass Eltern sich da wirklich so einen Stress machen, was natürlich irgendwie durch außen vorgegeben wird. Und das ist ja auch, das sehe ich immer bei allen Themen so, wenn die Eltern bei so einem Thema im Stress sind, dann sind es die Kinder auch. Also wie sollen Kinder denn positive Erfahrungen machen können mit einem Thema, wo die Mutter schon in der Küche steht und anfängt, irgendwie die Eiswürfelchen, die sie vorher eingefroren hat, aufzuwärmen und dann abzuwiegen. Ist das denn jetzt auch genug oder muss es doch noch ein Eiswürfelchen mehr sein? Und wenn dann das Kind hinterher von diesem Essen irgendwie 3 Löffel verkleckert hat, dass man das dann auch noch abziehen muss und sagen, oh Mist, wie viel ist denn jetzt tatsächlich im Kind gelandet? Ja, also ich bin froh, dass ich diesen Stress nie hatte. Ich muss sagen, liegt dran, dass ich mich einfach sehr frühzeitig mit diesen Themen beschäftigt habe und glaube ich auch in meinem Bekanntenkreis einfach Mütter hatte, die auch schon sehr entspannt mit sowas umgegangen sind. Aber ich sehe das schon immer, ich war damals mit der Maus auch in so einem PKIP-Kurs und da fing das dann auch an, dass mit 4 Monaten dann plötzlich nur noch darüber geredet wurde, wie viel Brei die Mütter denn jetzt in das Kind bekommen haben. Übrigens wurde es auch so ausgedrückt, ja, was ich ja schon immer ganz grausam finde. Also wie viel Brei bekomme ich denn in mein Kind? Das sollte wirklich nicht, ja, das sollte wirklich nicht der Ansatz sein, sondern der Ansatz sollte sein, wie kann ich denn das Essen möglichst positiv an mein Kind heranführen. Aber ich kann diese Mamas dennoch und trotzdem auch verstehen, sie wollen es halt total richtig machen. Sie wollen es richtig absolut machen. Aber ich denke, also Mama, wenn du dich gerade angesprochen fühlst, ich denke, es ist einfach an der Zeit, unserem Gefühl wieder zu vertrauen und nicht das Gefühl haben zu müssen, ich muss es besonders richtig machen oder ich muss es besonders so machen, wie es irgendwo steht oder ich muss die Beste sein in irgendwas, sondern einfach mal wieder zu atmen und zu sagen, es ist alles gut und mein Gefühl und mein Kind sagt es mir richtig, so wie es ist. Und wenn es gerade noch nichts essen will, dann will es gerade noch nichts essen. Das ist auch in Ordnung. Absolut, genau. Also das mit dem Gefühl und der Intuition, das sehe ich eigentlich bei allen meinen Beratungsthemen so. Das ist nicht nur beim Thema Beikost so, sondern natürlich auch beim Schlafen, beim Tragen, beim Stillen. Da muss einfach so ein bisschen, ja, es muss wieder mehr werden, dass die Mamas da wirklich so ein bisschen auf ihr Gefühl achten und sich vor allem nicht von außen so arg beeinflussen lassen oder so sehr in eine Richtung drängen lassen und damit Angst bekommen, irgendwas falsch zu machen. Ich glaube, dass die Mütter und auch Väter, ich will da die Väter auch gar nicht so ausschließen, stimmt, dass Eltern das allgemein schon sehr oft im Gefühl haben, wie es richtig geht. Mhm. Und gerade beim Thema Nahrungsaufnahme, sieht man eigentlich ganz schön, wie gut das harmonieren kann, wenn Kinder und Eltern da zusammen am Familientisch sitzen und eben auch zusammen Nahrung aufnehmen und das eben im positiven Sinne. Unglaublich schön, ja. Das sehe ich ganz genau wie du. So, jetzt lass uns doch mal in so einem, jetzt ist mein Beikostkind, Mensch, sag mal, mein Kind, Beikostreif. Ja. Und und ich habe jetzt das Gefühl, oh Gott, ich lege jetzt los und ja, mit was lege ich denn überhaupt los? Sagen wir mal, ich bin jetzt aber eine Mama, ich möchte das jetzt wirklich, ich merke das, mein Gefühl sagt mir das und trotzdem habe ich jetzt die Unsicherheit, weil ich ja vielleicht auch Angst habe, dass es sich verschluckt und so weiter. Wie fange ich denn jetzt am besten an? Also wenn die Beikostreifezeichen
vorliegen, dann ist auf jeden Fall erstmal wichtig, dass man das Kind in eine aufrechte Position bringt. Das habe ich ja eben schon mal erwähnt. Gerade wenn man dem Kind feste Nahrungsmittel gibt und eben keinen Brei, kann man sich vorstellen, dass man das in der Liegeposition dann tatsächlich leicht verschluckt. Das heißt, eine aufrechte Position ist wichtig. Das muss kein Hochstuhl sein. Ich befürworte Hochstühle grundsätzlich erst, wenn das Kind tatsächlich selbst aufrecht sitzen kann. Ansonsten ist es auf dem Schoß der Mutter oder des Vaters eigentlich am besten aufgehoben. Und dann würde ich einfach immer mit Sachen starten, die man am Familientisch isst. Also gar nicht für das Kind extra kochen oder für das Kind irgendwelche Sachen extra zubereiten, sondern gucken, was kann das Kind denn jetzt von den Sachen, die man selbst gerade isst, schon gut, gut aufnehmen. Das ist insbesondere Obst und Gemüse, das relativ weich ist. Also bei Feline waren zum Beispiel Gurken sehr beliebt. Das ist auch zum Zahnen übrigens super, weil die noch ein bisschen Kälte abgeben. Bananen, Beeren jeglicher Art, weiche Möhren, weiche Kartoffeln. Also eigentlich ist dem keine Grenze gesetzt. Insbesondere muss man wegkommen von den typischen Breiplänen, die sagen, man muss jetzt erstmal 2 Wochen lang nur Möhre geben, bevor man dann mit der Pastinake starten kann, bevor dann überhaupt irgendwann der Obstbrei kommt. Also Filina hatte in keiner Weise irgendwann Magenprobleme oder Sonstiges, sondern die hat wirklich das gegessen, was wir gegessen haben, und das hat von Anfang an super funktioniert. Mhm. Das ist ja jetzt schon das Baby-Led-Weaning, das du auch so ein bisschen ansprichst. Da wollte ich jetzt auch mal, vielleicht kannst du uns da noch so ein bisschen reinholen, weil es gibt ja immer so diese Fraktion Brei vielleicht und Fraktion BLW wird es ja auch genannt, ja. In der Abkürzung. Ja, vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen. Ja, eigentlich ist es total schade, so wie du gerade schon gesagt hast, dass es einmal die Fraktion Brei und die Fraktion BLW gibt. Aber das ist tatsächlich immer so ein bisschen der Fall, wie ich das auch sehe, weil das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Also es heißt nicht, wenn man grundsätzlich diese Idee des Baby-Led-Weaning gut findet, dass man dem Kind nicht auch mal einen Brei anbieten kann. Ja? Und andersrum, wenn man grundsätzlich sagt, ach, ich würde aber gerne mal einen Brei kochen, weil ich jetzt den tollen Thermomix zu Hause habe, dann heißt das nicht, dass man dem Kind nicht auch mal eine Banane in die Hand drücken kann. Also ich glaube, man sollte auch da wieder so ein bisschen wegkommen von diesen festen Vorgaben und festen Regeln, sondern einfach mal schauen, was mag denn das Kind gerade und wo habe ich jetzt gerade Lust zu? Ich war immer eine Mutter, ich habe gesagt, für mich wäre es ganz grausam, sich in die Küche zu stellen und dem Kind dann noch den Brei zu kochen, weil für mich ist schon genug Arbeit für die Familie zu kochen und ich bin froh, wenn das Kind da irgendwie mitessen kann. Aber wenn man sagt, das macht mir total Spaß und ich möchte ganz gerne dem Kind auch mal hin und wieder einen Brei geben oder ich finde das auch praktisch vielleicht unterwegs, dass man dem Kind da einfach tatsächlich mal so ein Gläschen geben kann, so what, ist überhaupt nichts gegen einzuwenden. Also ich glaube, da muss man auch da wieder einfach so ein bisschen aufs Kind und auf die Eltern schauen und gucken, was ist jetzt für uns der individuelle Weg. Das merke ich auch bei mir immer wieder, dass man sich dann selber in so eine Gruppe reinschiebt und dann nicht mehr raus darf. Also wenn ich jetzt Baby-Led-Weaning mache, darf ich auf gar keinen Fall mehr Brei geben. Und wenn ich mal Brei gebe, darf ich auf gar keinen Fall mehr deswegen, weil ich bin eine BLW-Mama oder eine Stehmama oder eine Mama oder hier Mama. Ja. Ich bin halt einfach eine Mama und wir sind keine Gruppierungen. Genau. Schön, dass du es sagst. Also es ist genau das gleiche wie mit dem Stillen. Ich hatte da auch am Anfang so ein bisschen dieses Ding, ach, wenn ich jetzt mein Kind stille und das gut klappt, darfst auf keinen Fall jemals ein Fläschchen bekommen. Ich muss sagen, Feline wollte auch kein Fläschchen, deshalb hatte sich das von allein erledigt. Aber an sich ist es natürlich Schwachsinn. Also wenn man sagt, das Kind kommt damit gut zurecht und die Mama will vielleicht auch mal irgendwie abends zum Yoga und der Papa gibt in der Zeit ein Fläschchen, auch da wieder, so what, ne? Ist eigentlich überhaupt nichts gegen einzuwenden. Und so sehe ich es beim Thema Beikost ganz besonders. Also da sollte man sich einfach gar nicht an so feste Strukturen orientieren, sondern gucken, was bei uns zu Hause am besten funktioniert. Okay. Dann hast du es auch gesagt, du hast einfach nicht extra gekocht. Wie ist es denn mit Gewürzen? Da hört man ja auch immer 100.000 verschiedene Sachen. Mhm. Genau, also tatsächlich sollte man auf Salz möglichst verzichten. Wir haben es so gehalten, dass ich zu Hause tatsächlich ohne Salz gekocht habe und dann haben mein Mann und ich, wenn es notwendig war, am Tisch für uns nachgesalzen. Also beispielsweise die Nudeln eben nicht mehr in Salzwasser gekocht, sondern dann auf dem Tisch ein bisschen Salz mit in die Soße getan. Ansonsten für mich war noch wichtig, dass das Kind im ersten Jahr nicht unbedingt Zucker bekommt. Auch da sollte man einfach ein bisschen darauf achten, dass man
wenn man jetzt zu Hause dem Kind mit 6 Monaten schon Kuchen gibt, dass es vielleicht nicht unbedingt der Schokokuchen mit ganz viel Zucker sein muss. Aber ansonsten ist dem eigentlich keine Grenze gesetzt. Also vielleicht sollte man nicht als allererstes dem Kind die Chilis da hinlegen, weil das könnte eventuell abschreckend wirken. Aber ansonsten, was Kräuter, Gewürze angeht, einfach ausprobieren, was das Kind mag, was die Familie mag. Was mich da auch immer wirklich so ein bisschen beruhigt hat, ist, dass ich mich mal eine Zeit lang ein bisschen damit beschäftigt habe, was denn die Kinder in anderen Ländern so essen. Und zum Beispiel in Indien, da essen die von Anfang an alles mit ganz viel Curry und Chili gewürzt. Ja? Wo man sieht, naja, die Kinder vertragen das anscheinend auch gut, sonst würden es die Eltern nicht machen. Und dem ist an sich keine Grenze gesetzt. Ich finde es sogar ganz positiv, die Kinder möglichst früh an ganz viele verschiedene Geschmäcker, Kräuter, Gewürze heranzuführen, weil sich gezeigt hat, je eher man die Kinder mit sowas in Berührung bringt, desto eher gewöhnen sie sich einfach an ganz unterschiedliche Geschmäcker und essen hinterher auch überwiegend mehr Sachen als die Kinder, die einfach nur den ungewürzten Möhrenbrei über Monate lang essen. Mhm. Da habe ich jetzt gleich noch eine andere Frage, weil du jetzt auch gesagt hast, kein Zucker so unter einem Jahr. Man sollte ja auch auf Honig verzichten und so ein paar Sachen. Was ich immer ganz, also das hat mich immer schon immer irritiert, warum ist es denn dann so, dass man ab einem Jahr dann quasi eigentlich alles geben darf? Also unter einem Jahr ist der Honig nicht so gut oder vielleicht ein paar Sachen noch. Ich weiß nicht, mir fällt jetzt Zimt, glaube ich, auch, oder? Zimt eigentlich nur eine bestimmte Sorte. Also an sich ist auch bei Zimt, wenn man das in Maßen gibt, überhaupt kein Thema. Bei Honig ist es so, dass da bestimmte Bakterien drin sein können. Die können auch für 2- und 3-Jährige hinterher noch problematisch wirken. Man sagt einfach dieses eine Jahr, weil wenn Neugeborenes sich mit sowas infiziert, dann ist das natürlich noch ein bisschen schwieriger als bei einem 2- oder 3-Jährigen. Aber grundsätzlich, also ich habe meiner Tochter jetzt im 2. Lebensjahr auch noch keinen Honig gegeben, einfach weil ich sage, ich brauche es jetzt im 2. Jahr auch noch nicht, dass wir wochenlang im Krankenhaus liegen. Und wir essen, ich bin jetzt auch kein Honigesser, deshalb war es für uns auch kein Thema. Aber ansonsten auch, was so das Thema Zucker angeht, ist es natürlich so, dass man da selbst entscheiden muss, was da für das Kind oder für die Familie der richtige Weg ist. Also es gibt Eltern, die sagen, ich gebe vor dem 3. Lebensjahr keinen Zucker. Andere sagen, ist mir total egal, das Kind kann jeden Tag Süßigkeiten essen. Und die anderen, und da würde ich mich dazu zählen, sagen, alles in Maßen ist da völlig in Ordnung. Und Philine hat, da waren wir mit 8, 9 Monaten in Südafrika, da hat sie auch mal im Eis geleckt mit Zucker. Ja, also es war vor dem 1. Lebensjahr. War für mich völlig in Ordnung, weil ich sage, bei uns zu Hause wird allgemein ziemlich gesund gegessen und gekocht. Und das Kind ist auch allgemein relativ gesund. Und da ist es für mich völlig in Ordnung, wenn es auch mal an einem Eis schlägt. Und jetzt mittlerweile ist es auch so, dass sie gerade im Sommer auch öfter mal Eis isst. Dafür haben wir zu Hause jetzt meistens keine Süßigkeiten. Also das ist, denke ich, einfach von Familie zu Familie ein bisschen abhängig. Und allgemein sollte man natürlich sagen, die Kinder sollten so gesund wie möglich ernährt werden. Und wie wir alle wissen, ist Zucker da nicht super förderlich. Ich finde es nur immer schwierig, wenn man eine Familie ist, wo die Eltern sich von morgens bis abends die zuckerhaltigen Lebensmittel reinpfeifen und dann dem Kind sagen, du darfst es aber nicht. Also dann ist da, glaube ich, einfach so ein bisschen das Problem, dass man sagt, wenn man das Kind vom Familientisch essen lassen möchte, sollte man sich da als ganze Familie vielleicht so ein bisschen an der gesunden Ernährung orientieren. Das ist ja, glaube ich, auch so eine Sache, die sich in der bindungsorientierten Szene, sage ich jetzt mal, oder überhaupt im Mama sein, Papa sein, Eltern sein, Familien sein, es durchzieht einfach Vorleben, oder? Absolut. Absolut, einfach Vorleben, genau, sagst du ja schon. Und da finde ich dann eben schwierig, wenn man sagt, die Mama isst morgens zum Frühstück jeden Tag ein Nutella-Brötchen und das Kind darf davon die ersten 3 Jahre nicht einmal beißen. Finde ich persönlich schwierig, dem Kind das zu erklären. Gäbe es bei uns zu Hause so auch nicht. Sondern das Kind ist das, was wir alle essen. Und wenn wir alle möglichst gesund essen, und das ist bei uns überwiegend der Fall, ist es in Ordnung. Wenn wir aber irgendwo zu Besuch oder auch jetzt im Urlaub sind und wir alle jeden Tag ein Eis essen, weil wir einfach Lust drauf haben, dann kriegt das Kind natürlich auch ein Eis. Also auch da wieder finde ich diesen Entspannungsfaktor sehr wichtig. Ich glaube, mit so Themen sollte man entspannt umgehen. Wenn man das so macht und sagt, hin und wieder bekommt das Kind halt mal Eis oder auch mal ein Stück Schokolade, dann sollte man auch kein schlechtes Gewissen haben. Genauso wie ich das bei einem selbst auch immer sage. Ich finde immer ganz schlimm, wenn die Leute
sich irgendwie abends heimlich so eine Tafel Schokolade vorm Fernseher reinziehen und danach dann sagen, oh Gott, jetzt habe ich den ganzen Tag ein schlechtes Gewissen, weil ich gestern die Schokolade gegessen habe. Finde ich total, also ist nicht mein Ansatz und ich denke, man muss da einfach möglichst entspannt mit so Themen umgehen. Mhm. Sehr schön. Gut, dass du das auch so bestätigst. Das sehe ich nämlich. Ja, also ich, für mich ist A und O Vorleben und der Mensch sein, der ich halt sein will und nicht etwas machen und dann meinem Kind aber sagen, du darfst es aber nicht, wie, weiß ich nicht. Absolut. Ja, ja. Mhm. Nee, absolut, sehe ich auch so. Mhm. Und also was dieses Zuckerthema angeht, kam für mich eben noch hinzu, dass Feline mit 13 Monaten in die Kita gekommen ist. Und da gibt es nun mal zu Sachen wie Geburtstagen, bringen da die Kinder Kuchen mit oder zu Weihnachten gibt es auch mal Nikolaus und so. Mir war klar, dass man das Kind einfach, wenn man es nicht, ja, nicht vollständig zu Hause hat, einfach nicht von solchen Sachen fernhalten kann in Zukunft. Und dann ist es mir wichtiger, da mit dem Kind vernünftig mit umzugehen und zu sagen, in Maßen ist das für uns so und so in Ordnung, als das Kind da total von fernzuhalten. Mhm. War für uns der einfachere Weg. Mhm. Sehr schön. Ist bei uns ähnlich. Wie ist es denn mit Getränken? Muss ich? Ja. Das würde mich auch aus Stillberater-Sicht interessieren. Mein erstes Kind war ein Sommerkind und da habe ich ungefähr von allen Menschen, du musst doch dem Kind auch einmal Wasser geben und du musst doch dem Kind jetzt auch einmal einen Tee geben und es reicht dann nicht die Milch die ganze Zeit und der kriegt ja nichts zum Trinken und bla 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 bla. Wie ist es denn überhaupt mit Beikost, überhaupt mit Trinken und überhaupt mit Trinken, während ich stille und überhaupt? Also solange noch keine Beikost gegeben wird, das heißt, das Kind ausschließlich gestillt wird, heißt ausschließlich auch tatsächlich ausschließlich. Das muss ich den Eltern auch immer erklären, weil da auch die Kinderärzte manchmal ganz komische Dinge von sich geben. Das heißt, ausschließlich heißt auch kein Wasser, kein Tee, keine sonstigen Lebensmittel, sondern tatsächlich nur Muttermilch. Man weiß mittlerweile, dass sich die Kinder wirklich über die Muttermilch alles an Flüssigkeit holen, was sie brauchen. Das gilt auch im Sommer so. Klar ist es im Sommer dann schon mal so, dass das Kind einfach öfter an der Brust hängt als im Winter. Kann für eine Mama schon anstrengend sein. Man sieht auch ganz oft, dass das Kind sich wirklich nur ganz kurz, dass das Kind nur ganz kurz an die Brust geht und dafür öfter, weil sich das dadurch eben die nötige Flüssigkeit holt. Und das reicht vollkommen aus. Sobald man mit Beikost anfängt, da gibt es ja dann auch immer das Thema bei den Breifahrplänen, dass man erst dann was zu trinken geben soll, wenn das Kind eine volle Mahlzeit ersetzt hat. Auch da würde ich wieder ganz entspannt rangehen und sagen, gerade wenn man Baby-Led-Weaning zum Beispiel macht, wo das Kind sowieso mit am Familientisch sitzt und die Nahrung kennenlernen soll, dann soll es doch bitte auch das Wasser kennenlernen. Also ich esse und trinke immer gerne zusammen, weil das für uns einfach so angenehm ist. Und genauso habe ich der Feline von Anfang an, wir haben also so mit 6,5 Monaten gestartet, von Anfang an immer ein Glas mit Wasser hingestellt und sie konnte da einfach trinken, wenn sie Durst hatte oder es eben auch lassen. Also ich habe sie da weder gezwungen, besondere Flüssigkeit aufzunehmen, weil ich noch relativ viel gestillt habe und die Kleinen sich auch in dem Alter das überwiegend noch über die Muttermilch holen können. Aber man sollte sie einfach auch da wieder testen lassen und heranführen, so wie es einfach das Kind möchte. Mhm. Warum eigentlich nur ausschließlich stillen und also wenn man am Anfang nur stillt und kein Wasser? Ich habe schon mal gehört, dass das für die Nieren nicht so gut ist. Ist das richtig? Genau. Genau, das ist richtig. Also die Nieren können einfach diese reine Flüssigkeit noch gar nicht verarbeiten, die Kleinen. Da hört man dann immer diese Schauergeschichten, dass ein Kind davon auch sterben kann. Ja, das ist tatsächlich der Fall, wenn man einem Kind jetzt massenhaft, also so ein ganzes Fläschchen Wasser irgendwie einflößt, könnte das tatsächlich zu Schwierigkeiten kommen. Das ist aber im Regelfall natürlich nicht der Fall. Also die meisten Eltern machen es ja so, dass sie irgendwie 2-3 Schlücke Wasser dem Kind geben, weil sie denken, es hat Durst. Aber das Beste wäre es wirklich einfach wegzulassen. Es gibt da überhaupt keine Gründe für, dem Kind Wasser neben der Muttermilch zu geben. Es deckt mit der Muttermilch wirklich alles wunderbar ab. Und auch mit der Prä. Ja? Ich rede jetzt immer über das Stillen. Das ist bei der Prä ganz genauso. Da braucht das Kind auch keinerlei Wasser nebenbei. Da sind wir wieder beim Thema, einfach mal seinem Körper vertrauen, oder? Wir haben ja schon alles da, wir müssen ja überhaupt nicht rumwurschteln. Nee, absolut. Es ist auch der einfachste Weg, ne? Also man hat die Muttermilch, hat man immer
perfekt temperiert und in der richtigen Menge dabei. Man muss sich da einfach gar keinen Stress machen. Ob jetzt noch zu fragen, hat das Kind jetzt, könnte es jetzt Durst haben, muss ich ihm jetzt irgendwas anderes anbieten? Das Kind holt sich das an der Brust, was es in dem Moment braucht, und da sollte man ihm dann auch vertrauen. Und wie du gerade schon mal gesagt hast, sind wir beide ja Stillmamas, deswegen reden wir jetzt immer vom Stillen. Aber wir haben ja auch ganz gute Fläschchen mittlerweile oder halt Pränahrung einfach, wo auch alles drin ist, was das Baby einfach braucht. Absolut, will ich jetzt auch nochmal, weil ich eben tatsächlich immer über Stillen gesprochen habe, nochmal hinzufügen. Sowohl die Frage danach, welche Art von Beikost man hinterher nimmt, also ob man Babylett, Weaning oder Brei bevorzugt, hat nichts damit zu tun, ob man vorher gestillt hat oder Prä gegeben hat. Mhm. Tatsächlich findet man in diesen typischen Brei-Frei-Büchern, also in diesen Babylett-Weaning-Büchern, immer die Verbindung zum Stillen, weil das eben aus dieser typischen bedürfnisorientierten Szene so ein bisschen kommt und da eben meist gestillt wird. Soll aber überhaupt nicht heißen, dass man das als Fläschchenmama nicht auch machen kann. Und wir können wirklich froh sein heutzutage, dass es sowas wie Prä gibt. Ja, also früher wären die Kinder reihenweise gestorben oder sind sie das auch, wenn die Mama nicht stillen konnte. Und da können wir unheimlich froh sein, dass wir da mittlerweile weiter sind. Sehe ich ganz genauso. Dann habe ich noch eine Frage, da war, kann ich mich nämlich auch erinnern, hatte ich Probleme auch beim ersten Kind. Wie ist es denn mit dem Würgen? Mit dem Hochwürgen und überhaupt... Also ich hatte ja generell immer Angst, dass mein Kind jetzt sofort stirbt, und habe mir eben gedacht, oh Gott, ich muss jetzt einen Erste-Hilfe-Kurs machen, oh Gott, ich muss jetzt einen Erste-Hilfe-Kurs machen. kannst du da ein bisschen Angst nehmen? Es lebt noch, dein Kind, oder? Ja, lebt noch. Ja, ich auch. Ist nämlich meistens der Fall. Nein, kann ich total nachvollziehen. Man muss sagen, einer der Vorteile von Baby-Led-Weaning ist, dass die Erstickungsgefahr, obwohl man das nicht denkt, sogar geringer ist. Liegt daran, dass zu Beginn der Beikostzeit, man kennt das von sich selber, wir haben unseren Würgereflex erst relativ hinten im Mund, also relativ weit hinten an der Zunge. Das kennt man, wenn man zum Beispiel beim Arzt irgendwie so einen Spatel in den Mund da gehalten kriegt, dann drückt der die Zunge relativ weit hinten nach unten, und erst dann kommt bei uns so ein bisschen der Würgereflex. Bei den Kleinen ist dieser Würgereflex schon noch viel weiter vorne an der Zunge, das heißt im vorderen Bereich der Zunge, sodass dieser Würgereflex relativ schnell ausgelöst wird. Und deshalb sieht man das bei den Kleinen auch, und das ist auch körperlich so vorgegeben, und das ist eigentlich unser Überlebensinstinkt, sage ich mal, eben dass die Kleinen, sobald sie was im Mund haben, was sie nicht wirklich gut verarbeiten können, dass sie das relativ schnell wieder auswürgen. Und deshalb sieht man das bei den Kleinen eben relativ schnell. Man muss aber sagen, je schneller man die Kinder eben an feste Kost gewöhnt oder an eben nicht nur an dieses typisch Breihaltige, sondern an unterschiedliche Konsistenzen im Mund, ist es für sie leichter, das dann letztlich auch zu verarbeiten und umzusetzen. So dass man eigentlich, und das findet man auch eben in diesen typischen Brei-Freibüchern immer so als eins der Argumente für Baby-Led-Weaning, man eigentlich sagt, dass die Kinder, die relativ früh eben mit dieser Art der Kost in Verbindung gebracht werden, ein geringeres Risiko haben, sich tatsächlich zu verschlucken. Außerdem muss man zwischen wirklich verschlucken und diesem Würgen einfach unterscheiden. Das, was du meistens bei den kleinen Kindern siehst, ist eben, was ich gerade gesagt habe, dass die Kleinen relativ schnell diesen Würgereiz entwickeln und einfach die Sachen wieder rauswürgen. Das heißt aber nicht, dass sie sich verschluckt haben und dass da jetzt irgendeine Gefahrensituation besteht. Natürlich sollte man bei der Nahrung schon darauf achten, dass sie auch verarbeitet werden kann. Das heißt, man sagt bei kleinen Kindern, insbesondere die noch keine Zähne haben, denen gebe ich keinen harten Apfel und keine harte Möhre, ja, weil sie das einfach nicht abbeißen können. Das kriegt man auch mit dem Gaumen nicht wirklich zerkleinert, sondern eben weiche Nahrungsmittel. Und außerdem, das liest man auch überall und das stimmt auch, sollte man natürlich keine typisch runden Nahrungsmittel geben. Also ganz fatal sind dann Nüsse, weil die wirklich sehr, sehr leicht hinten in die Luftröhre rutschen können. Ebenso ganze Weintrauben, ganze feste Tomaten. Also alles, was irgendwie von der Größe tatsächlich hinten reinrutschen kann und die Kinder so nicht verarbeiten können, gehört tatsächlich nicht in die Hände der Kinder. Und ansonsten, wie du gerade gesagt hast, was einen Erste-Hilfe-Kurs angeht, hat jetzt gar nichts unbedingt mit der Beikost oder mit dem Baby-Led-Weaning zu tun, aber würde ich jeder Mutter eigentlich ans Herz legen. Sehr gut.
Jetzt habe ich noch eine Frage. Das wurde auch immer wieder gestellt zum Thema Fleisch, wie man das gibt, ob man es geben muss und so weiter. Jetzt leben wir ja vegan seit letztem Jahr. Und ich würde natürlich jetzt auch gerne von diesem Wissen profitieren, das du dir jetzt gerade aneignest in deinem Fernstudium. Wie ist es denn, muss ich meinem Kind denn Fleisch geben? Und wenn ja, wie? Und wenn nicht, auf was muss ich dann achten? Genau, also erstmal zu der Frage, ob man Fleisch überhaupt geben muss. Das kann man relativ schnell beantworten. Nein, muss man nicht. Genauso wie wir Erwachsenen nicht unbedingt Fleisch benötigen, brauchen das die Kleinen auch nicht. Aber man muss schon, auch bei den Kleinen, genauso wie es bei den Erwachsenen so sein sollte, sollte man einfach schon ein bisschen, was die Nährstoffaufnahme angeht, das im Blick haben. Und ich sage, das ist natürlich bei veganen Familien ganz besonders der Fall. Da kann ich auch nicht drum herum reden, auch wenn ich lebe auch vegan. Ich achte allerdings schon auch auf meine Nährstoffverteilung, auf meine Nährstoffzusammensetzung, supplementiere auch einige Dinge. Und wenn man vegan leben möchte als Familie und auch die Kinder vegan ernähren möchte, muss man da eben auch ein paar Dinge beachten. Das heißt nicht, dass es nicht möglich ist. Wenn man sich die Empfehlung der, ich glaube, es heißt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, anschaut, die raten grundsätzlich eher davon ab, sein Kind vegan zu ernähren, sagen dann aber im zweiten Satz, dass es durchaus möglich ist, man dann eben nur mehr beachten muss, als das bei einer mischköstlichen Familie der Fall ist. Allerdings finde ich das immer ein bisschen schwierig, dass so auf mischköstlich und vegan so ein bisschen auch da wieder so diese typische Front zu ziehen, weil natürlich auch bei einer mischköstlichen Familie, wenn sich das Kind da ununterbrochen nur von Chicken McNuggets und Pommes ernährt, dann kann man sich vorstellen, ist das nicht unbedingt gesünder als das Kind einer vegan lebenden Familie, wo es extrem viel Obst und Gemüse gibt. Deshalb sollte man allgemein, wie ich das eben auch schon mal erwähnt habe, schauen, wie sieht denn bei uns der Familientisch aus? Was gibt es bei uns zu essen? Ist das gesund? Ist das von den Nährwerten so, dass man da alles einigermaßen abdeckt? Und kann das Kind da auch dran teilnehmen? Und dann sollte man da gar nicht so arg unterscheiden, leben wir jetzt vegan, mischköstlich oder vegetarisch, sondern das sollte eigentlich bei allen der Fall sein, dass man da ein bisschen drauf achtet. Aber es gibt natürlich einige Dinge, die beachtet werden müssen bei vegan lebenden Familien. Ich denke, dass ihr wahrscheinlich auch Vitamin B12 supplementiert. Das muss man als Erwachsener genauso wie bei den Kindern. Bei Kindern gibt es da einfach anders als, also ich nehme das Ganze in Tablettenform. Das ist bei Kindern natürlich noch schwierig. Das heißt, da gibt es ein Spray, was man nehmen kann, Tropfen, die man geben kann. Aber das sollte man auf jeden Fall tun. Ebenso wie ich immer der Meinung bin, man sollte auch in den ersten 2 Lebensjahren Vitamin D supplementieren, weil wir einfach in Breitengraden leben, wo sich die Kinder gerade in dem Alter das noch nicht durch die Sonne holen können. Ich selbst supplementiere auch Vitamin D. Aber ansonsten kann man eigentlich alles gut über die Ernährung abdecken. Wobei man jetzt schon sagen muss, dass Vitamin D, das gilt ja auch für alle. Genau. Also ich sage, ich supplementiere es immer noch. Mhm. Aber also grundsätzlich bei bis 2- oder 3-Jährigen, also Kinder, die einfach noch nicht so dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt sind, sollte man es auf jeden Fall in meinen Augen, obwohl eben nur immer das erste Jahr offiziell der Richtwert ist. Aber ich finde auch darüber hinaus ist das was, was man sich auf jeden Fall überlegen sollte, mit aufzunehmen. Super. Das mit dem Spray, das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. Also bei mir war es ja bisher so, dadurch, dass ich gestillt habe, ich habe mich mal da informiert, dass sie ja durch meine Muttermilch auch einiges bekommt, auch Vitamin D, dass mir das dann gar nicht doppelt, also es kommt drauf, glaube ich, auf die Dosierung an von dem Vitamin D. Ja, also bei Vitamin D kommt sehr auf die Dosierung an. Das reicht meistens über die Muttermilch tatsächlich nicht aus, sodass man auch Stillkindern noch das Ganze supplementieren sollte von Anfang an. Bei Vitamin B12 kommt es auch darauf an, was du da für ein Supplement zu dir nimmst, in welchem Maße. Da wird schon relativ viel über die Muttermilch aufgenommen. Sobald das Kind aber selbst recht viel Beikost isst und die Beikost so langsam ein bisschen die Muttermilch ablöst, sollte man auch da versuchen, das zu supplementieren. Okay, also da geht es dann wirklich, wenn es eine Anstattkost geworden ist. Genau. Und auch da wieder, also man tut dem Kind damit ja jetzt keinen Abbruch, wenn man dem so ein Vitamin B12-Spray einmal am Tag in den Mund sprüht. Also es ist nichts Tragisches. Es gibt es auch in verschiedenen Geschmacksnuancen. Also es ist nicht,
nichts Schlimmes für das Kind. Ich würde da immer lieber eine Woche früher als später mit anfangen. Dann ist man da, glaube ich, sicher und macht sich da auch selbst nicht so viele Gedanken. Und dann kommen wir da auch wieder zu diesem Entspannungsfaktor, den ich immer gerne mit Nahrung und Essen verbinde, dass man sich da als Mutter einfach oder als Vater nicht ständig Sorgen machen muss, ist mein Kind dann jetzt in irgendeinem Maße unterversorgt. Mhm. Sehr, sehr schön. Ja, also das finde ich jetzt als Überschrift eigentlich ganz schön, dass man einfach mal ein bisschen entspannen darf und einfach mal wieder auf sein Bauchgefühl hören darf und dass es vorwiegend darum geht, einfach mal ja, Nahrung kennenzulernen und nicht mit Druck irgendeinen Wettbewerb startet. Ganz wer genau. Viel am besten und überhaupt. Genau. Also man sollte es, das muss ich schon jetzt vielleicht zum Abschluss schon noch sagen, man muss es schon im Blick haben. Also es gibt ja auch Kinder, ich habe jetzt letztens wieder in so einer bedürfnisorientierten Mama-Gruppe gelesen, da meint die Mama, ja, wir sind jetzt irgendwie mit 11 Monaten und stillen noch voll, weil das Kind, das will auch nicht so richtig. Das ist keine Option. Also zu sagen, ich still jetzt mein Kind, wenn es will, die nächsten Jahre nur noch und biete ihm eben kein Essen an, das ist keine Option, weil einfach die Eisenspeicher, die von der Geburt aufgeladen sind, so langsam abfallen. Das fängt so mit dem 6. Monat rum nach der Geburt an, dass das so langsam abfällt und dass dann eben so langsam mit der Beikost gestartet werden soll. Und man sagt, so zum Ende des ersten Lebensjahres sollte es ungefähr bei 50-50 liegen, wobei da ein bisschen mehr Beikost dabei sein sollte. Wenn das nicht genau der Fall ist, ist es auch nicht tragisch, aber man sollte da auf jeden Fall schon gestartet haben und das Kind sollte auch schon einiges aufnehmen. Und aber darum geht es ja erstmal, das auf jeden Fall mal anzubieten. Genau, also. Und deshalb sollte man eben schon so um den 6. Monat herum anfangen, weil wenn man sich vorstellt, so zum Ende des ersten Lebensjahres sollte das Kind dann auch einiges aufnehmen. Und das braucht einfach eine gewisse Zeit, wenn man das Ganze entspannt starten möchte und eben nicht mit dem typischen, wir füttern jetzt den Möhrenbrei. Das braucht einfach eine gewisse Zeit. Und deshalb sollte man dem Kind diese Zeit auch geben. Und wenn man dann erst mit 10 Monaten anfängt, wird es einfach eng. Okay, gut. Perfekt. Das war jetzt wieder sehr, 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 sehr hilfreich, alles, was du gesagt hast. Und ich fühle mich aber trotzdem, also ich meine, jetzt habe ich ja das zweite und bin eh schon entspannter. Aber trotzdem, es sind so ein paar alte Muster trotzdem im Kopf so. Ach, jetzt muss man langsam, oh Gott, und man hört es ja auch immer wieder. Und es ist einfach in den Köpfen verankert. Und ist einfach schön zu hören, dass es, dass man entspannen darf. Das ist ja auch ganz natürlich, dass man als Mutter sich natürlich Gedanken macht und da immer das Beste fürs Kind will. Und wenn man dann hört von außen, es sei eben aus verschiedenen Gründen, Allergien werden da oft angeführt und auch die Eisenspeicher werden angeführt. Es wäre eben notwendig, das Kind schon mit 4 Monaten so und so zu füttern, damit es dann ganz schnell alles ersetzt. Klar, da macht man sich als Mutter und Vater natürlich Gedanken und möchte dem Kind dann nur das Beste geben. Deshalb ist es auch gar nicht negativ, wenn Eltern da eben den Richtlinien folgen. Aber ich denke immer, es ist gerade bei Nahrung total wichtig, auch gerade für das spätere Leben, wenn man das mit positiven Erfahrungen verknüpft. Und man hat einfach festgestellt, wenn man da relativ früh mit startet, positiv mit Nahrung und Lebensmitteln umzugehen, dass sich das auch aufs spätere Leben auswirken wird. Mhm. Und deshalb ist das für mich auf jeden Fall der richtige Weg so. So, wenn hier eine Mama zuhört und sagt, Mensch, ich habe da irgendwie noch einfach tiefgreifendere Themen, vielleicht auch zum Thema Schlaf, zum Thema Stillen oder was du ja noch alles machst, bist ja da ein Ansprechpartner in vielen Dingen. Wie kann man dich denn am allerbesten erreichen? Also ich habe einmal meine Webseite, die heißt www.geborgengebunden. Mit Bindestrich dazwischen. Da kann man mich auf jeden Fall erreichen. Die findet man auch bei Google relativ schnell mittlerweile. Ansonsten bin ich unter dem gleichen Namen, allerdings zusammengeschrieben, bei Instagram zu finden. Und ja, da kann man mich auf jeden Fall anschreiben. Was ich nicht mache oder vor allem jetzt nicht mehr mache, weil die Anfragen zu hoch waren, sind jetzt tatsächlich solche Beratungsthemen bei Instagram zu beantworten, weil das würde auch das würde dem nicht gerecht, was ich eigentlich machen möchte. So eine Beratung dauert einfach eine Zeit. Ich muss da einfach mit den Eltern, mit der ganzen Familie so ein bisschen kommunizieren und schauen, was brauchen die, was ist da gerade Stand der Dinge und worum geht es hier genau.
Das heißt, da würde man dann tatsächlich einen richtigen Beratungstermin ausmachen. Aber ansonsten, wenn es um Infos geht, da findet man bei mir eigentlich bei Instagram und auch auf meiner Website schon relativ viel. Okay, sehr, sehr schön. Hast du einen Abschlusssatz für eine Mama, die jetzt gerade zuhört und vielleicht irgendwie ein bisschen verunsichert ist, dennoch? Ein Abschlusssatz. Also insgesamt, gerade wenn es ums Thema Beikost geht, habe ich jetzt ja auch schon öfter gesagt, entspannt euch da. Also eure Kinder, die wollen alle essen, die werden auch irgendwann alle anfangen zu essen, die sind da auch, die haben da Interesse dran und macht dieses Interesse nicht kaputt, indem ihr ihnen nicht die Möglichkeit gibt, das Ganze positiv kennenzulernen. Und das muss nicht unbedingt Baby-Led-Weaning sein. Ein Kind kann auch mit Brei unheimlich viel Spaß haben, macht dann aber mehr Dreck, muss ich dazu sagen. Aber gibt ihnen einfach die Möglichkeit, da ein bisschen zu erkunden, auch unterschiedliche Nahrungsmittel kennenzulernen und so einfach positiv und gut mit Nahrungsmitteln in Zukunft umgehen zu können. Vielen, vielen lieben Dank. Erstmal für deine Zeit. Sehr gerne. Zweitens, dass du dein Wissen teilst, dass du bist, wie du bist. Und vor allem, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit unserer Community darüber zu quatschen. Mhm. Du bist jetzt gerade im Urlaub. Ja, ich bin in Garmisch, deshalb auch diese wunderschönen Gardinen hier im Hintergrund. Nicht, dass sich jemand wundert. Also wir sind gerade in unserem Hotelzimmer. Ja. Genau, dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Urlaub. Ich danke auch dir, lieber Mama, dass du zugehört hast, dass du Teil von Muttersprache bist. Wenn du noch mehr Teil von Muttersprache werden möchtest, es gibt ja eine Facebook-Gruppe, eine Mama-Gruppe in Facebook, die heißt Muttersprache das Rudel. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir uns nicht gegenseitig bewerten. Da kannst du sehr, sehr gerne Teil davon sein. Es gibt mich in Instagram unter Mutter.Sprache. Und ja, ich freue mich sehr gerne. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Ich bin schon am Haspeln. Da muss ich auch wirklich sagen, diese Stilldemenz. Ich glaube, ich muss da auch mit dir kommen. Gibst du da auch Kurse? Das hilft leider nicht. Also ich stille ja jetzt mit fast 2 Jahren noch und die Stilldemenz ist leider noch nicht weg. Ich kann dir da leider auch nicht beratend zur Seite stehen. Leider, ja. Das tut mir leid. Gut, dass es auch dich betroffen hat. Hat mich auch getroffen, ja. Also, dann höre ich jetzt einfach mal auf zu quatschen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag und bis ganz, ganz bald. Ja, vielen Dank. Sehr gern. Ciao.